The year is 2005, and two Canadian teens, Alexander and Damani, are taking their dad's Mercedes out for a good old... Philip, what are you doing? Hey, you! Are you sick of your 9-to-5 job? Coming home to the mess you've put up all day? No hot shakes or fast cars in your garage? Well, I say, no more, pal, because I got an opportunity for you. Hey, I'm Eden, PR manager of the upcoming Topanga Street Festival. Do you own a car? Are you afraid of high speeds? Did you fail your driver's license? What the fuck? If your answers to these questions were yes, no, and at least once, then you might be the right guy for this. This weekend at the Autobahn Ring, you get the chance to win big! A series of races awaits you, and if you can beat everyone, there's a serious special offer waiting for you. A rookie rampage invitation! What's that, Mr. Eden? I'm glad you asked, boy. This could be your entry ticket to the world of motorsport. Big cars, big money, big chicks! Actually, scratch that, no big chicks. Bruh. So what are you waiting for? Bring your shitbox and all your guts down to the ring before entry's closed. And who knows? Maybe you got what it takes to be the next king. Junge, ich muss mal kurz mal reingrätschen, wie viel Mühe die sich für das Intro gemacht haben. Holy shit, Alter. Meinen fetten Respekt. Ich bin bisher schon durchweg sehr abgeholt und begeistert. Junge, ey. Ist, ja, gut. Schon länger als das Original auf jeden Fall. Also, es ist länger als die ganzen Cutscenes, die Pussy, glaube ich, insgesamt zu bieten hat, wenn wir mal ehrlich sind. That's not looking good. Oh, sorry. mind if I take a look? You got a hammer or something? Clarkson hat schon bewiesen, Hammer und Motoren funktionieren sehr gut miteinander. Clarkson hat das bewiesen. Hammer und Motor repariert alles, wenn man ehrlich ist. Your car is a very interesting way of saying fuck you. Anyway, give it a try. She should be working now. Was ein Aggregat. Hubraum. Leistung. Zuverlässigkeit. Wörter. Die mit diesem Motor nicht in Zusammenhang gebracht werden, aber darum geht's jetzt hier nicht. Ich dachte, ich schmeiß mal ein paar Motorbegriffe rein. Oh, I'm Eden, by the way. Say, were you going to the Autobahn Ring? And I think entries will close very soon. I don't think you're gonna be there in time. What time is it? Hammer time! You're gonna be late. I saw some people camping there in front of the festival. I don't think you're gonna make it in time, buddy. Can I see your driver's license? Nick Cooper? Like Ryan Cooper?
Didn't know you were related. He just kind of disappeared after some time. I don't know, apparently he did some street racing. I'm not sure what it's up with him, but yeah, anyway. All right, listen, you're in luck. I'm from the PR management of the festival. I can give you a spot, but only under one condition. I'm gonna need you to win, because they're not gonna let me slit like any random drivers in there if they don't got any skill, alright? So I can get you in, but you're gonna have to promise me that you're gonna win that one, alright? Cool. Alright, then I'm gonna give them a call, and you just drive on through, they should be letting you through, alright? Alright, nice dashboard toy you got there. Nein, die Schildkröte! Ich möchte jetzt eine Tuning-Option haben, dass ich eine Schildkröte auf mein Armaturenbrett packen. Wenn die es nicht im Spiel gibt, dann wird das Spiel DNC, ich sag, wie es ist. Da bin ich knallhart. Ich will eine Schildkröte haben. Die haben mich mit der Schildkröte jetzt angefixt. Geht nicht anders. Also, das sind sie jetzt selbst schuld. Der Fehler liegt auf meiner Seite. What the fuck ist das, ein Fahrerfeld? Das Astrakario kickt mich komplett weg. Was geht hier ab? Okay, wir gehen mal rein. Okay, nebenbei, das sieht ganz schön krass gerade aus. Also, so vom... Ich muss mal gerade die Tastenbelegung gucken, ich habe keine Ahnung, wo was ist. Das sieht grafisch ganz schön heftig aus. Ich habe Frosty gar nicht mehr so krass im Kopf. Also wirklich jetzt. Holy fuck, Alter. Jetzt passt es, jetzt ist nicht mehr zu laut. Okay, wir haben unten Gas, Bremse in der Mitte. Handbremse und Motorkontrollleuchte. Und entspielbar... Oh. Ich komme gar nicht darauf klar. Ich glaube, man konnte sich bei Pursuit nicht umgucken, ne? Ich glaube, man konnte sich bei Pursuit nicht so umschauen, oder? Ich glaube, das ging nicht, ne? Das hier ging bei Pursuit Original Vanilla nicht. Boah, aber erstmal, erste Sache. Alter, sieht das sick aus. Zweitens, was für ein sickes Fahrerfeld. Wir haben Astra Cabrio hier gerade dabei. Like, what the fuck? Und das fährt sich gerade so smooth. Holy fucking shit. Also, das Handling gerade, der Wagen hat... Pursuit hatte so ein komisches Boaty-Fahrgefühl. Also ein ganz komisches Boaty-Fahrgefühl. Und das ist hier, muss ich gerade fairerweise sagen, gerade nicht mehr so gegeben. Das ist hier nicht mehr so Boaty. Das ist schon sehr, sehr geil. Das fährt sich gerade schon sehr angenehm, muss ich wirklich fairerweise sagen. Krasser Scheiß. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Weil wie gut das aussieht. Swarm nebenbei, wir kommen 36. Monat. Und Unicorn, wir kommen 18. Dankeschön für die Resubs, Leute. Also, der fährt sich gut. Also... Das ist... Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Wie ich ja gesagt habe, es ist nicht so ein Meme-Mod wie bei Most Wanted. Klar, wie gesagt, der nimmt sich auch nicht zu ernst, der Mod und so. Das ist auch alles cool. Aber auch grundsätzlich war viel Gedanke, Pursuit einfach modernisieren. Und ich bin mal der Meinung, ich sag mal so, erster Eindruck ist, ja, haben sie geschafft. Es ist auf jeden Fall modernisiert. Das spielt sich ultra gut gerade. Als ich gerade mal ausstellen muss, die Ideallinie. Oh, guck dir diesen Wagen an, das sieht doch einfach sick aus. Die Ideallinie muss ich ausstellen, das nervt mich volle Kanüle, wenn die mir die ganze Zeit im Blick hält. Ich brauche die nicht. Bestline aus. Dankeschön. Tschüss. So. Wächter, wir kommen 16 Monate. Danke für den Resub. So, das sieht doch schon viel cleaner aus, wenn wir hier gerade an diesem wunderbaren Beetle hängen. Ihnen meinte, wir sollen das ja gewinnen, ne? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das gerade eindeutig nicht tun, aber ich glaube, ein P4 reicht hoffentlich auch. Ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad nebenbei gewählt, ne? Also, ich habe, wie gesagt, den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Reicht das, wenn ich Vierter geworden bin? Ah. Nee, reicht nicht. Okay. Ja, gut. Schade. Ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad gewählt, weil ich halt keine Fahrhilfe und so haben will. Aber gut, es fängt schon mal an mit der Niederlage. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich dachte, die Meisterschaft gewinnen oder so. Aber ja, gut. Nebenbei fährt ja auch Max Mustermann nebenbei mit. Also, ich habe Pursuit halt wirklich nicht mehr so schön im Kopf. Aber es liegt auch daran, weil Pursuit, glaube ich, auch vorher nicht mehr so schön war. Aber, was ich immer noch sage, wie gesagt, Pursuit ist eines meiner absoluten Lieblings-Need-for-Speed-Teile. In der Top 5 ist auf jeden Fall drin. Ich liebe das Spiel vom grundsätzlichen Vibe, vom Artstyle und vom gesamten Stil her gibt es wenige Need-for-Speed-Teile, die so in sich schlüssig sind. Und jetzt haben die PPK-Leute das gesagt, so, ey, dann machen wir noch ein bisschen krasser. Das Astra Cabrio, ne? Ich weiß, der PT Cruiser ist geil. Und auch der Twingo ist geil, aber die hat man schon mal irgendwo gesehen. Nach Astra Cabrio hast du so selten in Spielen gesehen. Also, muss man ja wirklich fairerweise sagen, Astra Cabrio ist nicht so das schnellmäßige, ja, Need for Speed-Fahrzeug, wenn man ehrlich ist.
Oder grundsätzlich Rennspielfahrzeug. Stift Schadensmodell gab es ja auch, ja. Das Coole ist, sie haben es sehr klug gemacht, uns auch Cooper mit Nachnamen zu nennen, weil dadurch ist es nicht das Problem, dass der Anmoderator immer Cooper sagt. Ich meine, die Anmoderationen in Rennen sind wohl identisch geblieben, also da haben sie, glaube ich, nicht viel gemacht, aber die Anmoderation in den Treffpunkten, also wenn man dann da vorher sein Auto auswählt und die Rennen auswählt, da wird wohl auch noch ein bisschen extra Story-Blabla reingepratscht. Aber erstmal müssen wir jetzt hier für ihn das Ding gewinnen. Und dann bin ich mal gespannt, was unser Vierer kann. Ich muss sagen, ich finde Vierer sehr, sehr schick. Vor allem die Tiefe ist auch. Auf jeden Fall, dass ich mich umgucken kann, ist für Prosti doch einfach. Das fickt mit meinem Kopf, ich sag, wie es ist. Dass mein rechter Stick hier irgendwas macht, außer nach hinten gucken, ist schon wild. Ich muss ein bisschen Gas geben. Ich krieg gerade von Emil Esser. Nein! Nein, 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 nein. Sind auf jeden Fall nicht langsam, die Jungs. Also der KI-Schwierigkeit gerade hat auf jeden Fall sein Niveau. Im Gegensatz zu diesem Stream, der nämlich keins. Emma White. Gut, egal, wir haben es gewonnen. Jetzt, alle sind happy, alle sind froh. Yippie-Yo, ne, wisst ihr Bescheid. So, ich blende mich immer aus, weil ich während der Cutscenes die Musik oder das Spiel lauter mache, damit ihr mehr hört. Welcome to Rookie Rampage. You have been invited to your first invitational event. Win and dominate. Win and dominate. Enough waste days and you'll be invited to more. To begin, select the Rookie Rampage logo and enter the waste day. Good luck. Okay, wir haben hier die Garage. Rookie Rampage. Da gehen wir einfach mal rein. Komm, wir gehen einfach mal rein. Komm, ab geht's. Mit Kapiteln hier. Mann, du. Muss ich erwähnen, mit dem Helm hat man echt ein hartes Leben, fällt mir auf. Junge, ey, da bist du echt eingeschränkt mit. Tut mir echt leid, alle Leute mit Helm, tut mir wirklich leid, Leute, wirklich. Mein Mitleid habt ihr. Hey. So, you're in the game? Alright. So there are a few things you should know. You've just beaten the playoffs and that got you a seat into the Invitational of Rookie Rampage. They're far from the most prestigious group out there, don't get me wrong. But the location is gonna be special. So have you ever been on a plane before? No? Well, you got a long trip ahead, buddy. Because that's exactly what I wanted to meet you here for. And it's this here. You, my friend, are going to Nevada. Make sure not to lose this ticket or you'll have to pay for it yourself. Oh, and your golf can stay at home. They'll supply you with a ride there. Yeah, you better get used to traveling. Like, we have festival sites planned all across the globe. Like, we're talking Chicago, Mandela Park, Tokyo. You'll like it, you'll see. Well, anyway, I gotta get going. Make sure not to lose it, as I said. And yeah, I'll talk to you later. Oh, and don't forget to bring sunscreen. Oh, and here's a quick, in case you missed it. We have Nick Cooper, who's come back after his absolutely dominant. Oh, da hört er die Ansprache im Hintergrund. Eden ist gerade am Quatschen hier. Wir sind im Rookie Rampage. Oh, Jacks Custom hier oben, was mit Flatout hier oben. Ja, ich erkenne hier ein paar Sachen wieder. Moos Ritter, willkommen 11 Monate, jetzt mal Flat Reset. Dankeschön. Der Verkehr ist zum Glück gar nicht dort. Nee, richtig. Man hat es gerade nebenbei, guck mal, nebenbei, scheiß auf den, hier steht ein Trabi, Leute. Hier steht ein Trabsche. Gut, ja, gut. Scheiß auf die Kiste, der Trabi da hinten, Mensch. Können wir mal über den Trabi reden? Der Trabi ist sick. Mal ein bisschen leiser nochmal. Das ist schon gut. Was haben wir denn für Autos? Oh, wir haben einen Polonez, wir haben einen 126P, einen 6. Richtig gute deutsche Fabrikationskunst hier. Wunderbar, DDR. Geil. Und ein Jugo. Ist mir scheißegal, was wir haben. Wir haben den 600S, Leute. Guckt euch das Ding mal an. Guckt. Ah, gute Pappe. Die gute Pappe. Ich habe meine leider nicht mehr. Die habe ich ja vor einem Jahr oder so verkauft. Ihn liebt mich dafür. Auf jeden Fall von dem Jahr abgegeben, weil
Ich habe soweit alles an dem Wagen gemacht, was ich wollte und war gut mit dem Projekt. War eine coole Zeit, den zu haben. Aber ich bin immer noch großer Fan von Trabis. Es ist schon ein schönes Kfz. So, wir gehen einfach mal rein. Ne? Wir fahren einfach mal. Wir haben die Autos und haben einen Viertel-Meile-Drag. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Kriprennen rein. Race im Polonaise. Okay, wir gehen mal rein. 75 PS. Mann, das ist kaum in Worte zu fassen. So, dann gucken wir mal. So, da wollen wir mal. Am Anfang kann ich nicht so viel reden, weil wenn unser Anmoderator reinquatscht, der brüllt ein bisschen. Ich mach Spiel noch ein bisschen laut. Mein Gott, das Spiel ist wirklich... Pro Street ist kein leises Spiel, muss man fairerweise wirklich sagen. Es ist nicht leise. Machen wir auf 45% hier. Machen wir noch ein bisschen leiser. Dann wird das schon passen. So. Gut. Ne, den Trabi haben wir für das Rennen leider nicht. Für das Rennen müssen wir hier diesen wunderbaren Polonaise fahren. Wunderbar. 75 PS. 8 Leute hier in Nevada sich am Wild prügeln. Es ist eine wilde Mischung, Leute. Das ist der Krieg. Also, gewissermaßen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das Ding ist trotzdem gut aufgebaut. Schöne Rallye-Leuchten, Käfig drin, schöner Ersatzreifen drin. Falls mal der andere Reifen platt gehen sollte, was höchstens bei dem Querschnitt, den wir fahren, schneller passieren kann, als wir gucken können. Kurz mal angelehnt. Become a King. Red Dead Redemption 3. Krass, schon angekündigt. Saints Flow. Ist schön. Red Dead Redemption 3, Leute. Hier habt ihr es zuerst erfahren. Ich weiß nicht, ob der Leak schon von Rockstar bestätigt worden ist. Red Dead 3 ist angekündigt worden. Die Jungs von PVGamod, die wissen schon länger was. Aber es fährt sich so gut. Also, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber ich mach die Musik mal ein bisschen lauter, weil die Musik hat auch neue Lieder bekommen nebenbei. Aber das Fahrverhalten ist wirklich krass gut. Also wirklich sehr krass gut. Also auf dem Bremsen viel smooth. Wie gesagt, ich mochte Pro Street, aber das Handling war immer nicht so ganz mein Ding, weil das halt so ein bisschen so und jetzt lenken wir die Titanic und gucken mal, was passiert. Und, das hier ist richtig schön direkt, die Bremse funktioniert und, wichtiger Punkt, jedes Mal, wenn ich bremse, leuchten meine Bremslichter. Leute werden sich jetzt denken, ja, aber Lukas, bist du bekifft? Natürlich leuchten Bremslichter, wenn man bremst, so funktionieren Autos, außer du sind defekt, dann geht's halt nicht. Ja, das ist richtig. Die Musik ist jetzt schon wieder zu laut. Aber in Pro Street ist es nämlich nicht so, dass beim originalen Vanilla Pro Street leuchten Bremslichter dann, wenn sie Bock haben und nicht, wenn sie sollten. Das kann ich euch schon mal, das ist so ein ganz kleiner Fun-Fact. Pro-Seed-Spieler unter euch werden es kennen. Pro-Seed ist nicht so beliebt dafür, dass seine Bremslichter jetzt mal funktionieren. Also das würfelt man halt. Ne? Der bremst zwar, aber die Hinterleute muss man ein bisschen verarschen. Ein bisschen Tricks machen, so ein paar dreckige. Und die dreckigen Tipps wurden hier erhoben. Wir bremsen, wenn wir bremsen. Und so weitere Fakten folgen Sie mir bei gerne auf Telegram und anderen wunderbaren Gruppen. Also locker gewonnen hier, erste Rennen hier. Aber ich muss sagen, der Polonaise nicht. Ich muss sagen, der Wagen liegt mir. Ich glaube, ich bin eher ein Trabi-Mensch noch, aber ein Polonaise? Solide Kiste. Solider Sieg. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich Schaden an der Karre jetzt hatte. Gibt es überhaupt Schaden hier in dem Mod? Ne, wir hatten keinen Schaden. Okay. We've been seeing a lot of new guys here at Rookie Rampage. Ich glaube, dem i86 fehlen bei mir Texturen. Oder es soll so. Ich bin mir nicht sicher. Der sieht wild aus. Ich bevorzuge auch den Trabi. Wo kann ich den Trabi denn fahren? Wir können den Trabi im Drag-Rennen fahren. Heilige Mutter Maria, ich werd bekloppt. Ja, 26 PS. Oh, ey, wenn wir jetzt einen Burnout ziehen können, ich raste aus. Ich werd innerlich komplett abfeiern. Oh, jetzt bin ich gespannt, wenn wir jetzt hier einen Burnie ziehen können. Also, wenn ich jetzt hier einen Burnie ziehen kann, dann rede ich aber voll am Rad beim Trabi. Here we go. Oh Gott, Gasstöße mit 26 PS sind eher Gasstoß oder kein Gas. Oh Gott, komm schon, Trabi, Gas, Gas, Gas. Bernie. Ja, wunderbar. Ich muss den ersten Gang einlegen. Ah, okay. Ich hatte ganz vergessen, dass das Spiel den ersten Gang von mir auch möchte. Sorry, ich dachte, ich muss nur den zweiten einlegen. Also, der fährt selber an. Dann. Tut er nicht, hatte ich ganz vergessen. Okay, ziehen wir nochmal Bernie. Ey, zweiter Bernie mit dem Trabi ist kein Bernie zu viel. Aber wir werden es auf jeden Fall, also
Die Sache ist, ich will auf jeden Fall in der Kampagne Trabi haben, aber nicht für Drag. Ich will einen Trabi für Nevada haben. Ich will für die Speed Challenges einen Trabi haben. Ich will einen Trabi 400 km/h fahren oder sowas. Ich will auf jeden Fall Trabi schnell fahren. So. Falls es dich interessiert, ja, 26 PS fühlt sich genauso rasant an, wie sich das hier gerade ausmalt. Oh, warte, gleich kommt der vierte Gang, wartet. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich muss den Controller kurz in zwei Hände nehmen. Uiuiui. Oh, er holt auf. Nein! 102 Sachen! Die sich im Trabi nebenbei absolut gemeingefährlich anfühlen. Aber ersten Lauf. War aber nicht mehr der schnellste. Sponge war schneller. Okay, da muss noch was gehen. Komm, ab geht's. Flauschiger Panda, willkommen 37. Monat. Danke für über 3 Jahre Support. Dankeschön. So. Komm schon. Ja, der Zweitakter, der kann locker Nitro ab, die Nitro-Einspritzung, die Zeit sprengt er überhaupt nicht, mach dich da mal keine Sorgen. So, grüner Bereich, guckt ein bisschen nette Dame, ihre Ärmchen winkt und jetzt guter Start. Okay, es geht weiter, es wird wild. Zack. Oh, wunderschön, komm, das muss jetzt, das war der perfekte Drag mit dem Trabi, komm jetzt, mach es. Ich bin von diesem Geschwindigkeitsgefühl umgehauen. Ja, der ist doch hier. Guck mal an. So. Letzter Anlauf. Here we go. Achim wäre stolz auf uns, wollte ich gerade sagen. Ja, den wir mehrfach hier Galoppi gespielt haben, muss er jetzt auf dem Trabi auch mal Rennen fahren, Leute. Das ist ja auch so ein richtiges Motorsportgeschoss, das Kfz hier. Komm schon. So, in Köln bei Burnout. Here we go. Ah, nur ein gut Launch, scheiße, nicht gut. Gleich sind wir da. Vierter rein. Ich glaube, die Zeit wird nicht besser. Ich habe nur einen guten Start erwischt. Das war timing-technisch nicht gut. Da geht mehr, da muss mehr gehen. Egal, Sieg ist trotzdem hier. Wunderbar. Ja, der Wagen ist schon sehr schick. Der sieht gut aus, den Trabi. Ich würde nicht grün machen, aber sonst muss ich sagen, die Livery ist ganz cool, fairerweise. Die Zeit war noch besser. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt der Fall war. Ja. Lassen wir das. Wir haben das irgendwie geschafft. Like, that's not cool at all, man. Oh, and before I guter Mann, Eden. Keine Butts grabben. Keine Butts grabben. Ganz wichtiger Punkt, Leute. Man grabbt keine Butts. Hört auf unseren besten Freund Dustin. Der hat gerade gesagt, keine Butts grabben. Der Mann hat recht. Hört auf, Butts zu grabben. So. Ich habe echt Angst, mit diesem Auto zu driften, bin ich ehrlich. Aber wir werden es probieren. Ich habe Angst, umzukippen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich finde die grünen Nitroflammen sehr sexy, muss ich sagen. So, jetzt geben wir mal einen schönen Drift hier. Holy shit, yo! Okay, die Fahrphysik ist anders. Oh ja, ich muss ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, die ganzen Fahrphysiken wurden ja ein bisschen überarbeitet. Ich habe euch gesagt, ich habe Angst damit umzukippen. So, ist ja nicht so, dass ich es nicht gesagt hätte. Ich habe es euch ja gesagt. So, Crazy German, Dankeschön für 5 Gift-Subs. Fuck. Ich brauche nicht viel Leistung zu umbringen. Ich schaff's auch mit wenig Leistung total zu kriegen. Ja, ich muss aufs Drift ein bisschen reinkommen. Fährt sich ein bisschen anders. Was passiert ist, ich habe einen 426 kurz mal aufs Dach geschmissen und das ist passiert. So, come on, nochmal schön jetzt hier rein. Ui. Ja, ein bisschen weiter raus. Ja, wunderbar. Ja, okay. Wir sind ein bisschen zu schnell, man glaubt es gar nicht, aber mit dem 126er ist 70 auf jeden Fall schon zu schnell im Drift. Oh Gott, nein, ich drift schon wieder. Uiuiui, andere Richtung, rum, ja, wunderbar. Ich nehme alles mit, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Das war nicht so gut, okay, da muss noch ein bisschen was passieren. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Stimmt, wir sollten stimmt, Nitro im Drift nehmen. Stimmt, das Nitro soll ich im Drift nehmen, da gibt es nochmal Bonuspunkte. Wir haben es vergessen, ey, ich habe lange kein Pro-Sieg mehr gespielt, muss ich fairerweise sagen. So.
Nee, ich gebe keine Bonuspunkte, oder? Da, andere Richtung und rum. Oh, jetzt kommt's, guter Drift. Guck, ja, jetzt kommt's. Ja, ich bin Agur hier. Wunderbar, das Schild nehme ich auch noch mit. Komm, die 2000 machen wir voll. Machen wir nicht. Wir machen die 2000 nicht voll. Vergesst meine Aussage, ist egal. So. Ah, ersten Protantre. Ja, können wir auch mal probieren, stimmt. Wir gucken, wir testen. Wir müssen ein bisschen hier die Mechanics testen. Und nebenbei Dankeschön für über 400 Zuschauer. Holy shit, vielen Dank, Leute. Dankeschön. So, Nitro. Und jetzt senden. Ja, doch, gibt's noch Nitro-Drift. Gibt's weiterhin. Ich darf ihn nicht so weit hin, sonst kippe ich gleich. Nein. Oh. Wer von den anderen Leuten ist hier gerade auf zwei Reifen gedriftet? Meine Motorkontrollleuchte leuchtet nebenbei. Ich glaube aber, die ist einfach standardmäßig an. Also das ist bei dem Fiat, glaube ich, einfach nur eine Ausstattungsvariante. Also dementsprechend alles gut. So, da haben wir doch. Ganz easy hier. Nochmal schön 4000 Cash. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my.